Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück in der Gridiron Nightmare Serie. The Trial of the Nightmares Pass steht an, die dritte Aufgabe. Einstein Herausforderung, die hat's in sich. Wir müssen in einem Quarter mindestens 14 Punkte erzielen. Wir dürfen keine Field Goals kicken und wir dürfen selber nur maximal 30 Yards kassieren. Das wird mal eine interessante Geschichte. Wir haben nur 4 Minuten Zeit in diesem Quarter dafür. Da müssen wir richtig Gas geben. Haben den Ball an der eigenen 25-Yard-Linie. Wir probieren gleich mal tief zu gehen. Play Action, Jake Lancey. Wir achten auf uns. Wir achten hauptsächlich aber auch auf Amari Cooper. Und los geht's. Wir gehen tief auf Terrell Owens. Incomplete Pass. Hat mich das Tempo des Bats Safeties doch ein bisschen überrascht. Da habe ich ihn langsamer eingeschätzt. So, wir nehmen den Shark Halfback. Wheel achten auf Gallup rechts außen. Elliott kommt aus dem Backfield. Der kann also auch noch eine Option sein. Nein. Oh, Mann. Wir bringen uns hier in blöde Situationen. Jetzt haben wir einen 3. und 15. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Owens. Wir achten auf Cooper, schauen uns mal genau an, was der Safety links macht. Der zieht weg, wir gehen tief auf Amari Cooper und der bringt den Ball nach unten. Der Ball ist an der 34-Yard-Linie. No Huddle Offense der Cowboys. Wir stellen uns direkt wieder auf, gehen in einen Double Slant. Owens und Gallup attackieren. Hat den Ball, kommt an die 7-Yard-Linie. Wir bleiben in der No Huddle Offense. Nochmal die Double Slants. Mag ich eigentlich gar nicht, die von so kurzer Distanz zu werfen. Incomplete Pass. So, wir müssen das Ding in die Endzone kriegen und es muss schnell in die Endzone. Wir gehen per Audible in einen Pass, nehmen die Double Slants. Und Cooper von links. Der Ball geht zu Terrell Owens und der hat den Ball. Also dann. Ich weiß jetzt nicht, ob das PET, ob der PET als Field Goal Try gewertet wird. Deswegen gehen wir mal lieber in eine Two-Point Conversion. Owens und Cooper von der linken Seite. Schneller Ball, Terrell Owens, ganz sicher. Also dann. 8 Punkte haben wir schon mal gescored. So, das Problem ist, wie gesagt, wir dürfen hier nur, ich glaube, 30 Yards zwar maximal zulassen. Ich möchte jetzt versuchen, den Ball gleich hier ins Aus zu dängeln. Das gelingt leider nicht. Das war nicht so pfiffig. 43 Yards bis zur Endzone. Wenn die Bats an meine 13-Yard-Linie kommen, haben wir diese Challenge gefailed. So, wir gehen in eine Cover 4. Da habe ich eben schon eine gesehen. Ich schau mal, machen wir noch andere Varianten. Aber nehmen wir die Cover 4 Palms. Erster Versuch und 10. Da ist der Druck auf den Quarterback und da was für ein Play. 2. und 3. Es ist ein Laufspiel und es ist ein neues First Down. Wie viele Yards haben sie? 16 Yards haben sie jetzt schon geschafft. Wir haben nur eine Auszeit, also das wird eine ganz enge Nummer hier. Leute, was ist denn nur? Haben wir das Tacklen verlernt oder was? Oh, und jetzt sieht es ganz schlecht aus. 2. und 7. Ball ist an der 19-Yard-Linie. Mir läuft die Zeit davon. Wieder ein vollständiger Pass. Van der Esch tackelt Gott sei Dank sicher. Jetzt haben wir einen 3. und 7. Aber schaut euch die Zeit an, die da nur noch ist. Incomplete Pass. Na Gott sei Dank. Die Uhr bleibt stehen. Aber das Problem ist, wenn die jetzt hier ein Field Goal schaffen, haben wir keine Chance mehr, auf diese 14 Punkte zu kommen. Und das Field Goal wird geblockt. Das gibt es ja gar nicht. So, jetzt sind wir noch im Rennen. Wir haben noch 33 Sekunden Zeit. Wir brauchen noch 6 Punkte. Heißt, 6 Punkte logisch
Wir brauchen einen Touchdown. Schauen mal, was wir hier an Spielzügen bekommen. Play Action, Bubble J over. Und wir achten mal auf Amari Cooper links aus. Witten attackiert die Mitte. Wir haben noch eine Auszeit. Wir gehen tief. Und der Ball ist incomplete. Man muss auch mal etwas riskieren. Cowboy Slots klein. Wir riskieren gleich wieder etwas. Da kommt ein Blitz von links. Wir schauen wieder auf Amari Cooper. Och nein, Mann. Wo? Da ist keiner, der blockt. So, letztes Play. Jetzt müsste der Ball also in die Endzone. Ach, Leute. Ja, die Challenge haben wir mal komplett verkackt, weil meine O-Line irgendwie bei den letzten beiden Plays komplett geschlafen hat. Also dann, wir müssen nochmal ran und wir müssen hier schneller werden. Wir müssen auch von der Defense-Seite her besser spielen. Da kriegst du solche Grotten-Plays. Was ist denn hier los mit der Spielzugauswahl? Play-Action, Effort, Stretch. Wir achten mal, die habe ich glaube ich in meinem Leben noch nie gespielt, diesen Spielzug. Wir achten einfach mal auf Terrell Owens. Und der hat das Ding, das gibt's ja gar nicht. An der 20-Yard-Linie. No-Huddle-Offense der Cowboys. Wir stellen uns direkt wieder auf, attackieren die Mitte mit unseren Titans. Und fast eine Interception. Aber dieses Big Play war Gold wert, was wir da eben hatten. Double Slants, Owens und Cooper von links. Gallup von... Meine O-Line ist eine Katastrophe. Also das ist unfassbar, wie schlecht die unterwegs sind. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass jedes Play irgendwie in einem Sack endet. Owens bringt den Ball an die 11-Yard-Linie, aber wir haben einen vierten Versuch. Vierter und 6. Cooper von links auf einer Slant. Den müssen wir uns auch konzentrieren. Er ist sogar in der Endzone zum Touchdown. Perfektes Spiel von Amari Cooper. So, ich habe eben eins vergessen, ich hätte gar keinen Onside-Kick probieren sollen, denn wir haben ja hier die House Rules. Also das heißt, die Bats müssen ja auch hier 15 Yards gehen für ein First Down. Deswegen sehen wir jetzt einen ganz normalen Kick und wir werden halt versuchen, die Bats zu stoppen. Der Ball geht in die Endzone. Wir sehen aber einen Return. Der wird gestoppt an der 27-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Bats. Wie gesagt, wir brauchen noch einen Touchdown. Das ist das alles Entscheidende. Wir dürfen hier auch keine Punkte kassieren. Was man ja auch nicht außer Acht lassen darf. Erster Versuch und 15. Play Action. Und das ist ein Sack von DeMarcus Lawrence. Und das ist natürlich Gold wert. Zweiter und 12. 6 Invert hinein. Ja, 30 Yards dürfen wir nur kassieren. Das war richtig gut, deswegen, das waren 12 Yards on top, oben drauf. Was das sollte, weiß auch keiner. Wieder minus Yards. Und jetzt haben wir einen dritten und 25. Wir müssen sie jetzt davon abholen, einen First Down zu holen. Die Marcus Lawrence mit dem nächsten Sack. Das ist ein Fumble und die Cowboys haben den Ball an der 4-Yard-Linie. So, das heißt, jetzt können wir das Ding doch eigentlich dicht machen. Wir gehen per Audible in einen Pass, nehmen einen Slant-Spielzug, achten auf Cooper. Der ist in der Endzone, Touchdown Cowboys. So, 13 Punkte haben wir. Wenn wir jetzt den PET verwandeln, müssten wir die Challenge doch eigentlich im Sack haben. So, Kick ist gut. Wir haben die 14 Punkte gemacht. Das Problem ist, das Quarter muss vorbei sein. Das heißt, es geht hier noch weiter. Wir hätten Zeit von der Uhr nehmen sollen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, verdammt. Ich hätte geahnt, hätten wir noch zwei Lauf Plays eingelegt. Also dann, unsere Defense muss noch einmal ran. An der 23-Yard-Linie. Ja, 30 Yards kassieren, Challenge ist. So,
So, wir gehen in eine Cover 4 Quarters. Verteidigen gegen den Pass. Erster und 15. Oh, das ist spannend. Man in Motion. Ein Laufspielzug. Und ganz schlechte Defense-Arbeit der Cowboys. Sind die ersten 3 Yards. Wir haben Glück, dass wir eben davor dem Drive so viele Minus-Yards erzielen konnten. 2 und 2. Apropos Minus-Yards, die Marcus Lawrence mit dem nächsten Sack. 3. und 8. So, jetzt ist die Marcus Lawrence sogar noch in the zone. 3. und 8. Letzten 30 Sekunden laufen. Und das ist ein Incomplete Pass. Das heißt, wir sehen hier einen 4. und 8. Wir werden jetzt einen Punt sehen. Und damit können wir das Ding doch nach Hause rennen. So, Sanders weigert sich, den Ball aufzunehmen. Das finde ich blöd, weil an der 1-Yard-Linie möchte ich nicht anfangen. So fangen wir an der 10 an. Das ist mir schon lieber. 1. und 15. So, wir laufen mit Elliott. Das könnte schon das letzte Play im Spiel, in dieser Challenge, in diesem Quarter sein. Elliott bricht da schon wieder Tackle, kommt an die 18-Yard-Linie. 2. und 7 und die Uhr läuft runter. So, das müsste doch eigentlich alles gereicht. Jawohl, da haben wir den Stern geholt. Maximum Stars erreicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.